Euro Truck Simulator 2. Ei, tai, tai, wer spricht denn da? Es ist der liebe Zengis. Ja, und hiermit herzlich willkommen zu einem auf Nordrhein TV Play eher neuen Projekt, auf Nero Players eher älteren Projekt, nämlich Let's Play bzw. Let's Drive Euro Truck Simulator 2. Ich bin der Zengis oder Florian, ganz wie ihr wollt, und ich werde jetzt mal nicht lange hier rumzögern, sondern einfach mal fortfahren drücken. Die anderen Profile bitte einfach nicht beachten. So. Ich habe die 1.5.2er Version, stand da gerade unten. Oder andersrum. Doch, müsste richtig sein. Ja, 1.5.2er Version. Hier vom Euro Truck Simulator 2. Und mit am Start ist auch das wunderbare neue Going East Add-on. Deswegen wir jetzt schön in den Ossen reinfahren können. So. Aber wir befinden uns gerade schön in Düsseldorf. Düsseldorf am Rhein. Ja. Dann kann ich mal ein bisschen was über mein Unternehmen erzählen. Für alle die, die es noch nicht wissen. Ja, Zengis Trans, ein kleines, schönes, feines Speditionsunternehmen. 32.271 Euro derzeit in der Tasche. Eine Garage. Ist aber eine große, also relativ gesehen. Ein LKW, naja, okay, kann ja noch wachsen. Und ein Fahrer, nämlich mich. Profit pro 7 Tage, ja, 63.232 Euro. Das da im Hintergrund ist mein, ja, mein Prachtexemplar, sag ich jetzt einfach mal. Für viel Geld habe ich mir da dieses schöne Ding da geholt. Ein Volvo FH16 Sleeper mit Flutlichtbeleuchtung und so weiter und 600 PS. Ja. Wer findet meinen Hut hier noch schön? Ich finde ihn sehr schön. Immer wieder aufs Neue. Naja. Aber ich drücke jetzt mal einfach auf Fahren. So. Und da sind wir schon im lauschigen Heim. Um dort sein, in der schönen Halle. Und ja, was gibt's dazu zu sagen? Genau, da sieht man auch, es ist eine Halle mit 3 Stellplätzen. Dann löse ich mal die. Ist die jetzt los oder fest? Die Feststellbremse. Ich glaube, jetzt ist sie los. So. Batterie an Motor starten. Gang ist schon drinnen. Und dann will ich mal sagen, dann verlasse ich mal das Home Sweet Home. Bing. E. Ach so, das war um zu schlafen. So, ich habe schon einen Auftrag angenommen, um genau zu sein, um das nochmal zu zeigen. Nein, falsch, was mache ich denn hier? Doch, müsste richtig sein, oder? Den hier. Das ist er. Ein GPS-überwachter Transport von einem fetten 25 Tonnen Raupenbagger. Was für eine Wuchtbrumme. Und die muss ich einfach in den Steinbruch bringen. Ist sogar übergroße Ladung und schwer. Und eine wichtige Lieferung. Da ist der Haken. Also ich muss Gas geben. Oh. Mein LKW hat inzwischen auch schon etwas Schaden genommen. Aber so ist das halt. In der Branche. So. Eines kann ich direkt sagen, ich glaube, ich habe bessere Fahrskills als der liebe Ansgar. Als der liebe Niklas, na, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber, also doch. Ich denke mal, darüber kann man sich jetzt nicht, darüber muss man sich jetzt nicht streiten, also. Bitte nicht böse nehmen, lieber Ansgar, aber das ist so. So, dann wollen wir mal zum Auftrag hindümpeln. Düsseldorf, was ist das denn? Was soll das denn hier für ein Teil von Düsseldorf sein? So, dann halten wir mal hier ruckartig. Fahren am besten nicht auf die Bordsteinkante, sonst sind meine Räder wirklich irgendwann richtig fratze. Das kostet wieder Geld. Ah, da steht er schon.
Jetzt muss man den hier noch annehmen. Company. Company halt. So. Kunststoffgranulat. Gummireifen. Ich glaube, ich überfall erstmal den Gummireifentransporter und saniere damit meinen Truck sozusagen. Aber nein, ich nehme den Raubbagger. Ich brauche Cash. So. Dann docken wir mal vorsichtig an. Ich mach's jetzt einfach mal aus Realitätsgründen sozusagen, mach ich's mal aus dieser Perspektive, obwohl mir aufgefallen ist. Ach doch! Ich dachte nämlich erst seit dem Update wäre diese Sicht verschwunden, also diese oben drauf Sicht. Aber sie ist scheinbar doch noch da. Also ist doch noch nicht alles verloren. So. Haben wir den mal angedockt. Meine Güte, ist das hier ein schönes Wetter. Sieht man leider durch die geschlossene Dachluke nicht. Ich mag immer diese Dachluken, aber der hat jetzt irgendwie keine. Aber hatte der nicht mal eine? Egal. Naja, auf jeden Fall schönes Wetter, während es ja im Real Life eher feucht zugeht. Und kalt und nass und ich weiß nicht. Aber ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Die Rundumleuchte. Beziehungsweise ich nenne es dieses kleine Lämpchen da hinten, die Zusatzfunze. Das sieht dann so aus. Machen wir mal Licht auch noch an. Fernlicht muss jetzt nicht unbedingt. Boah, nee. Jetzt hat er sich vorgedrängelt. Ach Gott, Leute. Jetzt muss ich erstmal wieder meine paar Tönnchen da hinten beschleunigen. Meine Güte. Richtiger Fettkloß ist das da hinten. Richtig fetter Schinken. Naja. Boah. Ich will auch schönes Wetter haben. Richtig neidisch auf dieses schöne, ja, virtuelle Leben hier. In der Führerkabine. Naja. Wieso beschleunigt er denn nicht schneller? Ich habe das Gefühl, dass seit der neuen Version sich einiges geändert hat. Oder ist hier... Ah! Der übliche Fehler. Ich hatte noch den Retarder aktiviert. Der Retarder, ganz einfach zu erklären, ist eine Dauerbremse, die, ja, wie war das nochmal, pneumatisch oder eben hydraulisch oder ja, mit Druck eben funktioniert. Und die sorgt für eine permanente Bremsung des Fahrzeuges. Und das Schöne an diesem Retarder ist, der Retarder ist verschleißfrei. Das ist doch eine tolle Sache. Aber ist jetzt auch nicht so als Hauptbremse gedacht, glaube ich, weil irgendwie ab geringer Geschwindigkeit, dann bremst er auch nicht mehr so gut, aber für sowas zum Beispiel ist der jetzt ideal. Naja, oder eben auch nicht. So, Duisburg. Fahren wir über... Nee, ich wollte gerade sagen. Was machen wir denn in Duisburg? So. Da ist er. Retarder aktiviert. Das wollen wir nicht. Jetzt machen wir wieder wahnsinnige Verluste, meine Güte. Das finde ich das Schöne. Also insgesamt finde ich den New Truck Simulator eine ziemlich gelungene Simulation. Also man hat ja nicht nur dieses Rumgefahren, also ja doch, ist ja der Hauptteil des Spieles, aber trotzdem zu diesem Rumgefahren hat man ja noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel, ich habe zurzeit noch einen Kredit am Laufen. Deswegen gehe ich auch manchmal auf den Strich, um das Geld einzutreiben, weil sonst passt das einfach nicht. Ja. Nee, das ist, also, weil da ist auch dieser, ja, man muss sein Unternehmen halt managen und organisieren und planen und auf so viele Dinge Obacht geben. Das war gerade richtig knapp, das war kirschgrün, würde ich sagen. Also wegen sowas habe ich schon viele Leute gesehen, die von der Polizei angehalten wurden. Aber, naja, solange nichts passiert, dann... Ist ja gut.
Ja. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Spiel. Es sieht schön aus und vor allen Dingen, es fährt sich auch schön. Die Steuerung ist trotz Tastatur sehr weich möglich. Man kann natürlich auch diesen ganz ruckeligen, obwohl man kann eigentlich gar nicht diesen ruckeligen machen. Das finde ich schön. Also nicht so wie bei manch anderem Spiel, wo man mit 160 noch irgendwie eine 360-Grad-Wendung mal eben so mit einem Tastendruck machen kann. Hä? Da war doch gerade noch ein LKW, egal. So. Ziehen wir mal rüber. Oh, da ist Ampel. Ampel. So. Ja, klar. So, jetzt gibt's ein Drag-Rennen. Jetzt reicht's. Ich vermisse immer noch die Turbo-Taste. Ich finde, die sollte mal beim nächsten Patch rauskommen. Ja, klar ist der schneller. Hä? Achso, der ist genau hinter uns, der andere LKW. Ich dachte gerade schon, der wäre verschwunden. Das wäre ja mysteriös. So, dann sind wir auch gleich schon auf der Autobahn. Das ist ja wunderbar. So. Also, als Zuschauer stellt euch einfach vor, ihr sitzt da und ich soll euch eine schöne Geschichte erzählen. Oder sowas ähnliches. Keine Ahnung. Also, wenn ihr irgendwas habt, was euch auf der Seele wehtut, dann schreibt das einfach in die Kommentare und vielleicht lässt sich da was draus machen. So. Dann fahren wir auf die Autobahn. Oh. Oh, falscher. Das war jetzt nicht so gut. Das wäre beinahe richtig schief gelaufen. Aber so richtig. Sorry. Heieiei. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, sowas passiert mir selten. Aber soll auch mal vorkommen. Ach du Scheiße. Das ist mir mal in England passiert, weil man kann ja hier auch nach England fahren. Da dachte ich auch nur, Scheiße, was habe ich hier gemacht? Da bin ich nämlich nachts gefahren und ich dachte erst, ja, England ist so easy, einfach andere Seite und dann kriegst du schon gebacken. Aber in der Dunkelheit habe ich dann vollkommen versagt und bin volle Kanne in so eine Leitplanke gerasselt. Krabumbaya. Recht unschönes, traumatisches Erlebnis, aber was soll's. So. Ja, noch 1 Stunde und 32 Minuten Fahrt, das geht doch. Take it easy, fuck it all, oder wie war der Spruch nochmal? Der gefällt mir sehr. Genau, life is hard, time is small, take it easy, fuck it all. Um mal den Poeten in mir rauszulassen. Obwohl, das ist schon einmal zu einer richtig blöden Situation gekommen. Da habe ich nämlich auch dann irgendwie komplett versagt. Ich weiß nicht warum, aber es ist sozusagen dazu gekommen. Oh, ich muss hier. So. Ja, genau. Ich fahre einfach, weil es realistischer ist und irgendwie auch anspruchsvoller. Ne, für so einen Pro-Fahrer wie mich fahre ich ohne diesen. Kriege ich ihn jetzt? Ne, das ist das hier. Das. Genau, ohne diesen Spiegel fahre ich. Also in der Realität kriege ich den Kopf zwar wesentlich schneller gewendet, aber. So ist irgendwie schöner. Das Problem ist, man muss trotzdem immer umgreifen, um zum Beispiel Blinker oder so aktivieren. Also das ist so ein bisschen. Da beißt sich das dann schon doch manchmal. So, ich glaube, ich muss noch mal langsam tanken. Hier. Bei diesen schönen Sonnenblumen. Vielleicht Sonnenblumenöl. Och nee. Nee, ist hier Tanke auf der linken Seite. Jetzt überholt er auch noch. Boah, was macht der da? So ein Vollpfosten.
So. Wie viel kostet denn hier Diesel? 1, 4, 6, 2. Passt das? Ja, das passt wunderbar. So. Nein, jetzt geht wieder so viel Geld drauf. Ich hasse es. Ich hasse es. Tja. Meine Güte, so viel Geld. Also da ist ja Maut noch besser zu verschmerzen. Also LKW-Maut und so ein Kram. Ach Gott. Obwohl ich da auch immer einen Hass drauf habe. Dieses Geräusch kotzt mich übrigens an, weil das ist genau das gleiche Geräusch von den Strafen. Also das heißt, wenn man eine Strafe, irgendwie eine Straftat begeht, rot über die Ampel fahren und sowas, dann kommt genau der gleiche Sound. Und jetzt denke ich immer, wenn ich von einer Tankstelle wegfahre, dass ich wieder irgendwas falsch gemacht habe. So schlimm ist es schon. Es ist grauenhaft. So. Bitte, bitte KI, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Also, man muss sagen, die künstliche Intelligenz ist hier schon einigermaßen intelligent. Also auch nur künstlich, aber immerhin, ne? Aber manchmal kommt es doch vor, dass die so gewisse, ja, eigentlich auch realistische Fahrverhalten vorzeigen. Also da gibt es ja diese typischen Chaoten, die irgendwie ihren Führerschein für ein paar Groschen oder was auch immer bekommen haben. Vielleicht auch Schillinge oder wer weiß. Auf jeden Fall, wo du denkst, Leute, lasst es lieber sein mit dem Fahren. Zum Beispiel der in der Kurve überholen, das geht doch mal gar nicht. Komm, der wird jetzt mit meiner Flutlichtanlage angeleuchtet. Naja. Hier, der Landwirtschaftssimulator ist auch mit eingebunden in das Ganze. Sozusagen. Sehr schön. Das wäre eigentlich mal die Idee. Und dann online. Meine Güte, das wäre ein Chaos. Was macht der denn da? Der überholt jetzt nicht ernsthaft in dieser Kurve den LKW. Ist der lebensmüde? Mir fällt gerade auf, wir haben wieder so ein 70er-Schildchen hinten drauf, aber ist ja ein dringender Auftrag. Ah, da hinten ist schon unser Bestimmungsort. Was machen die denn da? Och, nee. Nee, Leute. Nee. Geschieht ihm recht. Der hätte fast einen Unfall gebaut. So. Und dann lassen wir ausrollen. Sind wir mal so frei. Ah, jetzt bald muss ich auch wieder schlafen. Der Himmel wird wieder düsterer. So, und dann mit 40 um die Ecke. Und jetzt gleich geht's ab in das Loch. In die Katakomben eines LKW-Fahrers, beziehungsweise der Speditionsgeschichte oder wie auch immer man es nennen will. Meine Güte, Hauptsache ins Loch. Ah, ist wieder der Retarder aktiviert oder was ist das? Ne, es geht bergauf. Oh, da ist eine Antenne mitten im Wald. Da fragt man sich, was machen die da? Überall diese Antennen. Ich habe Angst. Ja, okay, ich könnte auch normaler Sendemast sein, aber wenn wir jetzt ja irgendwie es drauf ankommen lassen wollen, dann heißen wir einfach mal, ja, wie heißt denn der Sender? Ne? Der mit der 24 und dem N davor und sagen einfach mal, es hat irgendwie eine Verschwörung dahinter. Vielleicht sind doch die Nazis wieder hier.
mit ihren, ne, Haunebu, UFOs und so weiter und so weiter. Ja, man kennt die Geschichten. Gibt's ja ganze, ja, Kataloge von. Ich habe auch letztens mal so einen Katalog in der Hand gehabt. Da gab's dann auch nur so Verschwörungsbücher. Da dachte ich auch, okay, was läuft hier falsch? Und in diesem Katalog konnte man sich sogar neben eben Verschwörungsbücher über Nazis und keine Ahnung was und ja, dass die irgendwie, ja, eben alles rund um Verschwörung. Aber neben diesen ganzen Zeugs konnte man sich auch Entspannungssachen holen. Aber auch Pfefferspray oder Taser. Sehr interessantes Angebot, muss man doch sagen. So, ne, stopp. Eigentlich muss man jetzt hier irgendwas vorzeigen, glaube ich, ne? Zu so einem Wilfried oder wie auch immer heißt, in diesen Hütten da. Nennen wir ihn Wilfried, komm. Und jetzt geht's ins Loch. Ich roll gerade mit vollkommen aktivierten Retarder hier runter. Ich glaube, das ist keine gute Idee. So, ist gut. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Noch 2 Stunden. Boah. Roms. Ja, die können hier unseren fetten Raupenbagger gebrauchen. Nein, nicht stehen bleiben. Ich will nicht Gas geben. Ach, ich muss Gas geben. So. Ich hoffe, jetzt weiß jeder, warum ich dieses Ding Loch genannt habe. Weil es ist wirklich einfach nur ein Drecksloch. Gibt's ja auch diesen Witz, ne? Da stehen 2 Prostituierten, ne, in Mainz. Da meint die eine, boah, ne? Mainz ist echt ein stinkendes Drecksloch. Dann erwidert die andere, Mainz auch. Ne? Ha, meine Güte. So, automatisch einpacken wollen wir natürlich nicht, weil das gibt ja Abzug bei den Erfahrungspunkten bzw. Bonuspunkten. Aber wir können mal einfach aus Spaß und guter Laune so eine Tonne hier verschieben. Oh. Aber jetzt erstmal hier wenden. Wieso müssen die das hier eigentlich auch so gemacht haben, dass... Mann, sollen wir mal hier wenden. Das kenne ich nicht leiden. Genau das ist das, was mich ärgert. So. Stehen wir jetzt gut drin? Komm, das reicht doch, meine Güte. Da sind sie echt pingelig. Komm. Komm schon, Mann. Ja, dann setzen wir eben nochmal 2 Kilometer zurück. Oh, schöne Häuser hier. Das ist eine ideale Wohngegend im Loch. Ist wahrscheinlich auch schön kühl hier. So, jetzt aber. Oh, ich bin noch im Rückwärtsgang. Was ist das denn? Oh nein, jetzt habe ich es versammelt. Jetzt habe ich es versammelt. So. Es ist soweit. Leerlauf, Motor aus. Und... Oh, eine schöne Ansicht. Okay, eigentlich sollte man jetzt irgendwo den LKW sehen, aber... Nehmen wir mal die. Und Licht sollte ich auch mal ausmachen. Ne? Dann drücke ich mal T. Ja, so. Wie man es quasi erwartet, ausgezeichnet. Weil es war ja kein grober Fahrfehler drin. Woo! Und inzwischen bin ich dann sogar schon Level 10. Also ein richtig geübter Arbeiter. Meine Güte. Bin ich stolz darauf. Ja. Also an dieser Stelle tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wenn ihr sagt, nee, das wollen wir nicht, schreibt es auch in die Kommentare. Also, vielleicht dann bis nächstes Mal.